Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Part 36 müssten wir, glaube ich, sein. Ja, ich glaube 36. Und Leute, ich bin noch etwas verschlafen, weil es ist gerade noch früh am Morgen, aber ich gebe mein Bestes. Okay, und wir waren gerade hier bei dem Andrew Ryan, sein Büro, und da mussten wir irgendwie reinkommen, aber ja, also ich musste irgendwas finden und das versuche ich jetzt auch und ich habe schon wieder etwas Angst, weil hier überall tote Menschen hängen und weil ich die ganze Zeit Geräusche von Splicer höre. Aber okay, hier liegt noch ein Toter. Okay. Oh. Oh. Der Raum gefällt mir. Eine Pistole. Und sonst nichts mehr. Und hier ein Tagebuch, okay. Erstmal nehmen wir das hier auf. Frotzenfield 2. Okay. Bleiben Sie nicht in der Kälte stehen. Holen Sie sich noch heute Frozenfield 2. Ja, okay, das machen wir hier rein. Ja, genau. Dam, 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 dam. Ich frage mich, wo es dahintere geht. Das sieht gerade sehr gruselig aus. Ich glaube, da gehe ich auch noch gleich rein. Aber zuerst mal hören wir uns das Tagebuch an. Okay, dann hören wir das mal an, bevor hier noch jemand um die Ecke kommt, weil ich habe hier gerade etwas Bedenken. Aber okay. Ein Mensch oder ein Parasit? Viel Spaß. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. Ja, irgendwie hat er schon recht, der Andrew Ryan. Also irgendwie hat er schon recht. Okay, wo bin ich hier? Gruselige Betten. Die Frau ist hoffentlich tot. Und was ist das? Oh mein Gott. Ist das auch ein Mensch? Und das ist ein Dreckhaufe. Okay, jetzt hab. Oh, hier liegt nochmal jemand. Okay, jetzt habe ich gerade leicht Angst, wieder rauszugehen. Aber hier liegt hier noch was. Oh ja, hier. Oh mein Gott. Ah. Okay, ganz ruhig, Daniel. Einfach rauslaufe. Okay. Ich hasse diese Räume, weil ich denke immer, da kommt was. Das ist einfach krank. Okay, gut, dann gehe ich jetzt mal dem Pfeil nach und dann gucke ich mal, ob ich das finde, was ich für den Andrew Ryan brauche. Und okay, dann laufe ich mal. Ich sag mal, ciao, Babys. Hilf, warum stirbt er nicht? Da muss man ja sogar dreimal ciao, Babys sagen. Okay, das war wohl nix. Vielen Dank für euer Geld und vielen Dank für eure Lebensmittel und was ihr noch alles so bei euch habt. Ein toter Big Daddy. Okay, da oben ist ein Leck, das würde ich mal reparieren, wenn ich da rein wäre. Weil, ja, irgendwann bricht es auch mal zusammen. Okay, ich gehe mal in das Hephaestus-Core. Hephaestus-Core. Ja, ich glaube, so heißt es. Hephaestus-Core. Alles klar. Oh. Bin ich eigentlich geduckt? Nee, oder? Wie duckt man sich nochmal? Ah, ja, nee, okay. Ich sehe so klein aus irgendwie. Es kommt mir gerade wirklich klein vor. Ich muss nochmal ganz kurz die Gegend angucken, weil das sieht hier gerade so geil aus. Leute, guckt euch das an. Es sieht einfach nur wieder geil aus. Einfach nur episch. Wie halt alles in Bioshock ist. Einfach nur episch. Genauso wie wahrscheinlich in Bioshock Infinity.
Okay. Dann geht's weiter durch den Tunnel. Und ich bin noch allein. Aber mal schauen, wie lange. Oh. Da ist ein Fernseher. Der auf Standby ist. Okay. What the fuck? Wo bin ich hier? Das ist ein Kern. Okay, alles klar. Ich hasse Kerne. Alter, was ist das? Ey, ganz ehrlich. Das sieht sehr komisch aus irgendwie. Ja, okay, auf jeden Fall. Da ist doch ein Splicer irgendwo. Und Big Daddy. Ich habe gerade auch einen Big Daddy gehört. Oh. Alter. Ich glaube, der Typ ist tot, ja? Ich glaube, der Typ ist tot. Alter Schwede. Geht der Big Daddy ab. Komm schon, mach ihn nieder. Boah. Alter. Okay, ich höre ja schon wieder einen Splicer. Weil das macht ja immer so Geräusche, wenn die Spider-Splicer an der Decke krabbelt. Hä? Wer redet da? Okay. Ganz ruhig. Lohnengel. Oh, ein Verbandskast ist sehr schön. Den bräuchte ich, ja. Irgendwo hier ist ein Splicer. Verdammt nochmal. Ach, hier. Oh, scheiße. Warum geht es auf den Big Daddy? Oh. Ach, du Scheiße. Ja, es tut mir sehr leid, meine kleine Little Sister, aber dein Big Daddy ist leider tot. Es ist doch ein Unfall passiert. Ich habe mit dem Granatwerfer auf einen Splicer gezielt. Allerdings ist die Granate auf den Big Daddy geflogen und ich weiß nicht aus welchem Grund. Ja, es ist alles gut. Okay, Elite Bouncer, $95 und Little Sister, du gehörst mir. Ich rette dich. Doch. Ich will nicht, dass du ein Zombie wirst. Danke. Danke. Und noch schlimmere Dinge selbst verbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird dir behilflich sein. Okay, diese Tennenbaum will mir irgendwas schicken. Und ich frag mich, was hier die ganze Zeit so Geräusche macht. Ich höre die ganze Zeit so ein verdammter Splice oder irgendwas. Das regt wirklich sehr stark auf, wenn ich das mal so erwähnen kann. Okay, dann hebe ich mal... Oh, ein Tagebuch. Fontaines Vermächtnis. Leute, das hören wir doch gleich mal an. Viel Spaß. Mir scheint, Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Splicer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Okay, sie wollen sich nur noch das Gesindel vom Hals halten. Alles klar, und ich will mir das Gesindel auch vom Hals halten. Und deswegen versuche ich mal, dieses Gesindel zu eliminieren, wenn es geht. Und, okay, ich glaube, ich bin hier richtig, weil der Pfeil zeigt hier hin. Und hier liegt nochmal mein Maschinengewehr und eine Maschinengewehrpatrone, nicht eine Maschinengewehrpatrone. Das wäre etwas wenig. Okay, ein Schokoriegel, lecker. Zigaretten, nein, danke. Und ein Scotch will ich auch nicht, weil sonst laufe ich hier nachher besoffen in der Gegend rum. Und hier ist eine Kamera. Und die muss ich hacken oder zerstöre. Ich glaube, ich zerstöre die Kamera. Oder soll ich sie hacken? Ne, ich glaube, ich zerstöre sie. Kamera zerstört.
Und hier liegt nochmal ein Tagebuch. Die R34er gehen aus. Okay, und hier liegen noch Bücher. Und diese verdammten Splicer, die regelt mich gerade so auf. Scheiße. Irgendjemand singt da. Hör auf zu singen oder ich kill dich, Mann. Das ist mein Ernst. Also das regt gerade wirklich auf. Ja, okay, egal, Leute, ich höre jetzt mal das Tagebuch an. Viel Spaß. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im East Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Das würde ich auch sagen. Okay, dann nehme ich mal eine andere Waffe und zwar... Ja, genau. Ne, ich habe bloß noch einen Schuss, das wäre etwas wenig. Ja, die Pistole, ne, die hat auch bloß noch vier Schuss, oh mein Gott. Dann nehme ich das Maschinengewehr, genau. Das ist, glaube ich, am besten und ich muss da runter. Und dann gehen wir auch da runter. Und dann gucken wir mal, wer da die ganze Zeit so verdammt singt. Glaubt, der ist tot. Oh, zwei destillierte Wasser. Das hätte ich für meinen Lazarus Vector braucht früher. Als in der letzten Part. Aber okay. Autohacker, sehr schön, vielen Dank. Guckt euch das an, was ist das hier? Sieht sehr gruselig aus irgendwie. Aber okay. Ich gehe mal kurz hier einkaufen. Ah! Oh, Alter! Du scheiß Apparat, ich glaub, du spinnst. Ja, also der Automat ist irgendwie gehackt worden. Jedes Mal, wenn man da drückt, dann geht der Automat, dann wirft der Automat eine Bombe raus. Und das ist etwas schlecht. Im Verbandskasten ist sehr schön. Okay, dann gehe ich mal hier rein. Oh, ein weiterer Tunnel. Was? Hitzeverlustmonitor. Oh, okay. Ich hoffe mal, hier ist kein Hitzeverlust. Der Tunnel hier ist sehr beschädigt. Okay. Aber ich finde allgemein die Wassereffekte, guckt euch das an, das sieht einfach geil aus. Und wenn man überlegt, wie alt das Spiel ist, ich glaube von 2008, wenn mich nicht alles täuscht, aber guckt euch das an, die Grafik, die hält heute noch mit manchen neuen Spielen mit. Also wirklich episch. Wo bin ich hier? Okay. Fuck! Oh mein Gott! Das Licht ist aus! Hilfe! Der Typ ist weg! Der Typ hier ist weg! Hier ist gerade ein toter Typ gelegen. Und jetzt ist er weg. Okay, der hat wahrscheinlich noch gelebt. Jetzt habe ich gerade echt Angst. Hat er sich gerade bewegt? Nee, oder? Ich glaube, ich habe hier Halluzinationen. Jetzt habe ich gerade wirklich Angst, Leute. Die haben alle nichts bei sich. Warum haben die alle... Oh mein Gott! Hört auf zu lachen! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Hallo? Die labelt bestimmt alle. Ach so, das sind gar keine Menschen, doch. Die labelt bestimmt alle, das werde ich mit euch. Uah, ich hab's doch gewusst! Ich hab's doch eiskalt gewusst! Komm her, du Sauhund. Ich hab keine Zeit für Spielchen. Ach komm, du Penner! Alter!
Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Ich bin auf jeden Fall besser als du, du Penner. Jetzt sagt er zu mir, dass ich kein Mensch bin. Ich glaube, ich spinne. Also ich bin ja wohl mehr ein Mensch als er. Okay, ganz ruhig, Daniel. Dahinter liegt was, aber das habe ich vorher schon gesehen. Das ist so ein Gel, das kann ich leider nicht aufheben. Da redet schon wieder eine Little Sister mit einem Big Daddy. Und okay, hier liegt noch mein Tagebuch. Sehr schön, Kaffee könnte ich auch brauchen. Und hier noch ein paar Gummibänder und Zeug. Okay, und das kann ich nicht aufheben. Nein, Lohnengel. Okay, Zugangscode. Oh, Zugangscode zu Kyburts Tür. Alles klar, hören wir mal an. Viel Spaß. Ich erzähl dir mal was über diesen Kyburts und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Ja, okay, alles klar, dann wissen wir das jetzt auch, dass der ein Dieb ist, oh mein Gott. Ja, okay, Leute, ich beende den Part hier, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in Part 37, ich glaube, es war 36, ja, ich glaube. Ja, okay, auf jeden Fall, bis zum nächsten Part, also bis dann, ciao.